Am sonnigen und somit heißen Freitag, dem 22. Juli, darf ich Sie wieder recht herzlich willkommen heißen zum Regionalmagazin hier in Ihrem Elbe-Kanal. Nachdem meine Kolleginnen Sie durch die Programme geführt haben, bin ich es heute wieder, der Ihnen folgende Themen präsentieren darf. Einladung: Motocross-Sommerfest auf dem Hummelberg. Highlight: Noch 7 Tage bis zum sportlichen Großevent in der Elbestadt. Und Nachwuchs: Heimattiergarten freut sich über neue Bewohner. Beginnen möchten wir mit dem Sole Cup, denn dieses Event wirft seine Schatten voraus. Bereits vor 4 Jahren gab es die große Verabschiedung nach Olympia. Diesmal geht es an den Zuckerhut, und was alles beim Sole Cup mit dabei ist und geboten wird, haben wir für Sie in einem kurzen Trailer einmal zusammengefasst. Soweit ein paar Einblicke in das große Event hier in Schönebeck in der Magdeburger Straße. Und Sie können dieses Event besuchen, und zwar zum Nulltarif, denn wir verlosen Freikarten. Seit der Premiere im Jahr 2005 ist der Schönebecker Sole Cup ein fester Bestandteil im Terminkalender des Deutschen Leichtathletikverbandes. Für Olympia in Rio de Janeiro wurden am 13. Juli 8 Männer und 12 Frauen nominiert, die am 29. Juli in Schönebeck offiziell in Richtung Zuckerhut verabschiedet werden. Im Rahmen dieser zur Tradition gewordenen Veranstaltung wurden die Athletinnen und Athleten 2012 sprichwörtlich mit einem Feuerwerk zu den Olympischen Sommerspielen nach London verabschiedet. Unter ihnen auch eine Vielzahl von Athleten, die bereits mehrfach im Stadion an der Magdeburger Straße in den Ring getreten sind. Wie zum Beispiel David Storl, die Harting-Brüder Robert und Christoph, Christina Schwanitz, Julia Fischer oder die Ex-Hammerwurf-Weltrekordlerin Betty Heidler. Ein Besuch zur Verabschiedung des DLV-Teams der Disziplinengruppe Wurf und Stoß lohnt sich allemal. Wir bieten 3 Zuschauerinnen oder Zuschauern die Möglichkeit, live beim 11. Sole Cup dabei zu sein. Und das ohne Eintritt zu zahlen. Um an die 3x2 Freikarten zu gelangen, müssen Sie nur folgende Frage richtig beantworten: In welchem Jahr wurden die Frauen und Männer in Schönebeck das erste Mal zu Olympischen Spielen verabschiedet? Die richtige Antwort können Sie uns telefonisch unter 03928 40 57 70 oder per Mail an info@elbemedien.de mitteilen. Bitte vergessen Sie nicht, Ihren vollständigen Namen und Telefonnummer anzugeben. Wir drücken Ihnen die Daumen. Machen auch Sie mit bei der Freikartenverlosung. Rufen Sie an oder schreiben Sie uns, denn der Sole Cup 2016 ist definitiv einen Besuch wert. Eine weitere Veranstaltung, welche definitiv einen Besuch wert ist, und zwar für die kleinen sportlichen Schönebeckerinnen und Schönebecker, genauer gesagt für diejenigen, die sich für Motorsport interessieren, ist die Veranstaltung am 13. August auf dem Hummelberg etwas ganz Besonderes. Worum es geht, schauen Sie selbst. Furchtlose Fahrer, waghalsige Sprünge, leistungsstarke Maschinen. Wenn ihr Lust habt, kommt zum Sommerfest. Musik
Wenn Sie oder Ihre Kleinen auch mal am Gashahn drehen wollen, dann können Sie das am 13. August 2016 auf dem Vereinsgelände des MSC Schönebeck 1959 live und hautnah erleben. Der Motorsportclub lädt an diesem Tag ab 9.30 Uhr zum Sommerfest auf dem Hummelberg. Mädchen und Jungen im Alter von 5 bis 12 Jahren können sich ab 14 Uhr unter entsprechender Anleitung einmal selbst auf einem Quad- oder Kindermotorrad ausprobieren. Die entsprechende Schutzkleidung wird seitens der Veranstalter gestellt. Bereits ab 10 Uhr absolvieren die MSC-Fahrerinnen und Fahrer ein internes Clubtraining, bei dem die Gäste in der ersten Reihe stehen und frische Zweitakterluft schnuppern können. Für das leibliche Wohl sorgen die MSC-Mitglieder. Veranstaltung, deren Einnahmen einem wohltätigen Zweck zugutekommen, endet um 18 Uhr. Merkt euch nur diese drei Daten. Am 13. August 2016 ab 9.30 Uhr auf dem Hummelberg. Vereinsgelände des MSC Schönebeck 1959. Am Gashahn drehen. Kommt zum Sommerfest. Crossen ist cool. Ob also eine Hochzeit, Fördermittelbescheid, Straßensperrungen oder der Fortschritt der Bauarbeiten in der Geschwister-Schöll-Straße, alle Informationen aus der Region kurz und knapp zusammengefasst, hier bei uns im Regionalmagazin die Kurznachrichten. Die Nachrichten werden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101. Über den Fördermittelbescheid zur Sanierung und Wiederherstellung der Ortsdurchfahrt in Ranis wurde in der Schönebecker Ortschaft informiert. Die genehmigten Fördermittel werden für die Schadensbeseitigung nach dem Hochwasser 2013 genutzt. Somit werden ab dem Frühjahr 2017 die wichtigsten Straßenzüge in Ranis auf einer Länge von über 1,7 Kilometern komplett erneuert. In diesem Zuge werden ebenfalls die Trinkwasser- und Stromversorgungsleitungen ausgetauscht. Ein besonderes Jubiläum feierten am 20. Juli Eberhard und Ingeborg Schulz aus Schönebeck. Seit 65 Jahren sind die beiden bereits glücklich verheiratet. Zu dieser eisernen Hochzeit ließ es sich die stellvertretende Oberbürgermeisterin Gisela Schröder nicht nehmen, im Namen des Oberbürgermeisters zu gratulieren. Bei der 86-Jährigen war es erst lieber auf den zweiten Blick, während der ein Jahr jüngere Eberhard sich gleich verguckt hatte. Zusammen mit dem glücklichen Paar freuten sich zwei Töchter, vier Enkelkinder und acht Urenkel. Der Solepark Schönebeck Bad Salzelmen organisiert in diesem Jahr die Schönebecker Teilnahme am großen Festumzug im Rahmen des 20. Sachsen-Anhalt-Tages in Sangerhausen. Solepark-Leiterin Sibylle Schulz koordiniert mit ihrem Team die Aufstellung sowie aktive Beteiligung an dem dreitägigen Volksfest. Vom 9. bis 11. September 2016 steht es unter dem Motto Sachsen-Anhalt trifft Rose. Die Zuschauer des Umzuges sollen etwas zum historischen und jetzigen Schönebeck erfahren. Um sich entsprechend zu präsentieren, wurden in dieser Woche verschiedene Kostüme, ob Bördetracht, Fenner oder Sieder, anprobiert. Unterstützung erhält das Team von verschiedenen Unternehmen und Vereinen der Elbestadt. Derzeit präsentieren 34 Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Elbestadt. Man darf am 11. September gespannt sein.
Zu weiteren Verkehrseinschränkungen kommt es im Stadtgebiet von Schönebeck. Der dritte Bauabschnitt der Geschwister-Scholl-Straße beginnt. Ab dem 25. Juli bis Juni 2017 wird die Straße von Höhe des Repomarktes bis zur Salzland-Sparkasse voll gesperrt. Im Zusammenhang mit dieser Baumaßnahme wird ein Regenwasserkanal neu verlegt. Im Zeitraum vom 27. bis 29. Juli 2016 wird die bituminöse Deckschicht im Bereich Repomarkt bis zur Zimmerer Straße abgefräst. Ab dem 1. August erfolgt der Bau der Lichtsignalanlage am Knotenpunkt Tischlerstraße-Schollstraße mit halbseitiger Sperrung. Am 25. Juli wird die Bitumendecke auf der Brückenrampe Froser Brücke einschließlich Knotenpunkt Altfrose-Friedhofsweg eingebaut. Einen Grund zum Feiern hatte kürzlich das Ehepaar Brandes aus Schönebeck. Georg und Margarete gaben sich vor 50 Jahren das Ja-Wort. Dezernentin Ina Babette Baran nahm das zum Anlass, persönlich bei den beiden vorbeizuschauen und zur goldenen Hochzeit zu gratulieren. Das Geheimnis ist gelüftet. Am Dienstag, den 19. Juli 2016, wurden im Stadion an der Magdeburger Straße die Teilnehmerfelder für den 11. Schönebecker Sole Cup bekannt gegeben. Es ist ein erlesenes Feld, welches bei den Spitzenwettbewerben ab 17 Uhr an den Start geht. Neben der frisch gebackenen Kugelstoß-Europameisterin Christina Schwanitz und dem Kugelstoß-Europameister David Stoll präsentieren sich auch die anderen drei Olympiastarter in der Elbestadt. Im Diskuswurf der Männer gehen Olympiasieger Robert Harting, Daniel Jasinski und die beiden Magdeburger Martin Wierig und David Wrobel auf Weitenjagd. Bei den Frauen wird es zum Beispiel ein Wiedersehen mit Julia Fischer, Janice Kraft oder Nadine Müller geben. Mit Betty Heidler, Katrin Klaas und Charlene Wojta lassen auch die drei Sportlerinnen den 4 Kilogramm schweren Hammer fliegen, die in Rio de Janeiro um Medaillen kämpfen. Internationales Flair erfährt die Olympia-Verabschiedung durch die Australierin Danny Samuels und der aktuell führenden der Weltbestenliste im Kugelstoßen Li Zhaogong aus China. Am Rande des Pressetermins wurden auch die Veranstaltungst-T-Shirts für die Sportler, Helfer und Wettkampforganisationen vorgestellt. Die Veranstalter hoffen auf zahlreiche Zuschauer am 29. Juli, damit die Veranstaltung ihrem guten Ruf als würdiger Gastgeber einmal mehr gerecht wird. Der 11. Schönebecker Sole Cup wird ein kleines bisschen brasilianisch. Dafür sorgen am letzten Freitag im Juli Tänzerinnen und Trommler aus Berlin. Nach längerer Förderpause sind im Salzlandkreis wieder die ersten Gründerkurse angelaufen. In diesen Kursen des InnoLife Schönebecks werden Grundlagen des Wirtschaftens, Marketing, Steuern, Recht, Büroorganisation und vieles mehr aufgegriffen. Da dieses Projekt Ego Wissen von dem Land Sachsen-Anhalt und der EU finanziert wird, fallen für die Teilnehmer keine Kosten an. Die Kurse laufen in den nächsten 25 Wochen, einmal wöchentlich donnerstags in Bernburg und freitags in Schönebeck. Die Kursteilnehmer können selber entscheiden, an welchen Kursen sie teilnehmen wollen. Traurige Nachricht für die Kunstszene in Schönebeck. Eva Maria Heseler verstarb am 29. Juni dieses Jahres im Alter von 96 Jahren. Heseler war eine geschätzte Künstlerin und Schönebecker Rathauspreisträgerin. Sie hatte unter anderem an Ausstellungen in vielen Ländern Europas sowie Mexiko, Irak und Indien teilgenommen. Das Elbufer und flussnahe Motive in Schönebeck waren ihre Leidenschaft. Aber auch Menschen und Tiere hatte sie auf die Leinwand gebracht. Und auch für ihre Engelsbilder war sie bekannt. Die Stadt wird Eva Maria Heseler und ihrem Wirken immer ein ehrendes Gedenken bewahren. Die Nachrichten wurden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786-101. Und wie in jeder Freitagssendung gibt es natürlich auch heute wieder die Bekanntgabe der Gewinner unserer Medium der Woche Aktion. Dies und weiteres gleich nach der Werbung. Frische und Qualität erhalten Sie bei der Fleischerei Reiske in der Schillerstraße 17. Wir setzen höchste Ansprüche an unsere Herstellung und den Verkauf. Unsere Angebote in dieser Woche? Kotelett mit Knochen 100 Gramm zu 50 Cent, Kotelett ohne Knochen 100 Gramm zu 55 Cent, frische Rippchen 100 Gramm zu 25 Cent, Schnitzel gehacktes 100 Gramm zu 55 Cent und Hausschlachte Leberwurst 100 Gramm zu 69 Cent. Seit 20 Jahren sind wir mit Qualität, Frische und Zuverlässigkeit für Sie vor Ort. Ihre Fleischerei Reiske in Schönebeck.
Bei Kills Ambiente für Tisch und Küche am Markt 5 in Schönebeck gibt es die passenden Geschenke für die kleinen Bürger unter uns. Mit einem Kinderbesteck oder einer persönlichen Gravur, hochwertigen Trinkflaschen, Brotdosen und Platzdeckchen mit verschiedenen Motiven lassen Sie jedes Kinderherz höher schlagen. Bei der vielfältigen Auswahl an bunten Motiven ist für jeden das Passende mit dabei. Und für jeden Walt Disney-Fan haben wir noch etwas ganz Besonderes. Sammelfiguren in üppigen Darstellungen und kräftig buntem Design zu Aktionspreisen lassen bei großen und kleinen Freunden der beliebten Sammelfiguren die Herzen höher schlagen. Ein besonderes Angebot gibt es natürlich auch in den Monaten Juni und Juli. Zahlen Sie statt 14 Euro nur 5 für eine Gravur beim Kauf eines Kinderbestecks. Darüber hinaus möchten wir Sie über unsere geänderten Öffnungszeiten informieren. Von Montag bis Freitag haben wir von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr geöffnet. Am Samstag haben wir bis auf Weiteres geschlossen. Sie brauchen schnell mal ein Passbild? Kein Problem. Die Elbe Medienproduktion GmbH in der Bahnhofstraße 5 hilft Ihnen gern weiter. Egal ob für Ihren Personalausweis, Führerschein, Reisepass oder Ihre Gesundheitskarte. Wir versprechen Ihnen ein optimales Passbild und einen freundlichen, schnellen und unkomplizierten Service zu einem günstigen Preis. Und sollten Sie später noch einmal einen Abzug Ihres Fotos benötigen, so bekommen Sie diesen schon ab 2 Euro. www.elbemedien.de. Die Stadtwerke Schönebeck bringen, was Sie brauchen: Strom, Gas, Wasser, Wärme für Haushalte und Gewerbe in Schönebeck und der Region. Immer in Ihrer Nähe versorgen wir Sie aus einer Hand. Kompetent und kundenfreundlich. An 365 Tagen im Jahr. Rund um die Uhr gewährleisten wir Ihre Versorgungssicherheit. Innovativ, transparent und zuverlässig. Trinkwasser, ein streng kontrollierter und wohlschmeckender Durstlöscher in herausragender Qualität. Wohlfühlen garantiert mit unserer komfortablen Wärmeversorgung aus dem Blockheizkraftwerk und dezentralen Anlagen vor Ort. Wir haben die Energie, die Sie täglich brauchen. Ihre Stadtwerke bieten das komplette Rundum-Sorglos-Paket. Persönliche Kunden- und Energieberatung mit dem Service für Messgeräte, Betriebskostenabrechnung und Rauchmelder sind wir Ihr idealer Partner. Unsere Energie für Sie. Andere machen sauber, wir reinigen gründlich. Ihre Gebäudereinigung Nico Peters. Telefon 0152 232 03053. Die Fleischerei Sinnig in Schönebeck überzeugt durch ihr unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Neben unserer frischen Theke finden Sie bei uns auch Tiefkühlkost und abgepackte Fleischwaren in einem breiten Angebotsspektrum. Unsere Angebote der Woche: Gehacktes, das Kilo für 3,33 Euro, frischer Nacken, das Kilo für 3,95 Euro und Katzlernacken, ebenfalls das Kilo für 3,95 Euro. Besuchen Sie uns in der Schönebecker Steinstraße 7-9. Ihre Fleischerei Sinnig. Tree of Life, der Baum des Lebens. Zurück zu den Wurzeln der Natur. Wir Bestattungen Harald Wunneborg bieten Ihnen die einzigartige und erste Möglichkeit einer Bestattung im eigenen Garten. Die Asche wird in Erde beigesetzt, woraus Ihr Wunschbaum heranwächst, den Sie nach ca. 6 Monaten in Ihrem Garten pflanzen dürfen. Mehr Infos in unserem Geschäft in der Kirchstraße 3 in Bad Salzelmen. Seit über 20 Jahren ist die Care Service GmbH Ihr kompetenter Partner für ambulante Pflege und betreutes Wohnen. Care Service, Ihr Pflegedienst mit dem Schmetterling. Wenn es um Erdgas und Strom geht, ist die Erdgas Mittelsachsen GmbH Ihr vertrauter Partner in Schönebeck. Mit unserem Kundenzentrum Energiebündel in der Karl-Marx-Straße 18 haben Sie einen zentralen Anlaufpunkt in der Elbestadt. Ob im persönlichen Gespräch, per Telefon oder E-Mail, unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiter beraten Sie gern in allen Energiefragen. Günstiges Erdgas und günstigen Strom, flexibel oder mit langfristiger Preisgarantie. Am besten beides von EMS. So sichern Sie sich zudem unseren jährlichen Kombibonus von bis zu 40 Euro. Wir freuen uns auf Sie. Besuchen Sie uns in Schönebeck in der Karl-Marx-Straße 18.
Wir machen, dass es sauber ist. Und damit Sie das wissen, machen wir Werbung im Elbe-Kanal. Elbe-Kanal, unser Sender. Willkommen zurück aus der Werbung zum Regionalmagazin am sonnigen Freitag, dem 22. Juli. Wie versprochen geht es weiter mit der Bekanntgabe der Gewinner unserer Medium der Woche Aktion. The Dome Summer 2016 stand für Sie zum Gewinn bereit. Viele von Ihnen haben wieder mitgemacht. Wer sich über diese CD freuen darf, sehen Sie wie immer jetzt hier unten eingeblendet. Herzlichen Glückwunsch, Ihr Gewinn wartet hier bei uns in der Bahnhofstraße auf Sie. Und schon ein neues Medium der Woche wartet darauf, von Ihnen gewonnen zu werden. Diesmal ein paar schnellere Beats mit Contour Top of the Clubs Volume 71. Hier ein paar Einblicke. Das Medium der Woche wird Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck. Contour Top of the Clubs hat auch in der 71. Ausgabe wieder drei abwechslungsreiche CDs zusammengestellt. Natürlich wieder gemischt von drei bekannten DJs. 60 aktuelle und angesagte Club-Hits, gemixt von Jerome, Markus Gardeweg und der Hauskasper. Die beliebte Compilation-Serie begeistert mit Liedern wie Sheep Thrills von Sean Paul und Sia, Heatwave von Robin Schulz, dem beliebten Song von Alan Walker Faded und So schmeckt der Sommer von Gestört aber geil. Vielfältig und abwechslungsreich. Contour hat an dieser Stelle wieder gute Arbeit geleistet und jeder Partygänger darf sich von dieser Zusammenstellung angesprochen fühlen und mit diesen 60 Tracks den Sommer genießen. Das Medium der Woche wurde Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck, denn hier gibt es jedes Medium der Woche käuflich zu erwerben. Sie möchten diese CD gewinnen, dann machen Sie doch mit in der kommenden Woche am Montag bzw. am Mittwoch das Regionalmagazin einschalten, die dort gestellte Gewinnfrage richtig beantworten und schon klappt es ja mit dem Gewinn. Wir machen weiter mit den Veranstaltungshinweisen. Unter anderem erwartet Sie an diesem Wochenende das große Pyro Games Spektakel in Magdeburg. Auch hier hatten wir Freikarten in der Verlosung. Weitere Veranstaltungstipps folgen jetzt. Die Bürtelland-Gemeinde Eckersdorf feiert am vorletzten Juliwochenende mit zahlreichen Höhepunkten sein diesjähriges Dorffest. Eröffnet wird das Fest am 22. Juli 2016 um 18 Uhr. Am Sonnabend und Sonntag geht es jeweils um 10 Uhr auf der Festwiese hinter dem Pferdestall los. Neben Vorführungen und Ausstellungen der Vereine können sich die Besucher auf einen öffentlichen Tanzabend mit Programm des Eickendorfer Karnevalsvereins freuen. Am 23. Juli 2016 werden ab 19 Uhr wieder atemberaubende Feuerwerke in Magdeburg den Abendhimmel in schillerndem Licht erstrahlen lassen. Ein spannender Kampf der Feuerwerker erwartet die Besucher und Besucherinnen, wenn Deutschlands Feuerwerkprofis mit ihren extravaganten Pyro-Musicals in den Wettbewerb um die begehrte Trophäe der Feuerwerkskunst treten. Ein Zauber aus warmen Goldregen, farbenprächtigen Höhenfeuerwerk sowie atemberaubende Spezialeffekten wird das Publikum im Elbauenpark begeistern. Neben den außergewöhnlichen Pyro-Musicals stehen verschiedene Livebands und eine gigantische Feuershow im Mittelpunkt dieses Abends. Im Rahmen der Sommertournee 2016 präsentieren die 8 Solisten des Vocales Ensemble Dresden am 30. Juli Liedgut von Johannes Brahms, Felix Mendelssohn Bartholdy und Josef Reinberger. Unter dem Titel »Wach auf, mein Herzensschöne« erklingen unter der Leitung von Vitali Aleschkewitsch geistliche und weltliche Gesänge aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Kompositionen wie »Die Waldesnacht« von Brahms oder »Das Jagdlied« von Mendelssohn bringen eine sommerliche Prise in die kühlenden Gemäuer des Kirchenraumes. Zum anderen bringen die Sängerinnen und Sänger geistliche Motetten zu Gehör. Der Eintritt zu diesem romantischen A Cappella-Konzert, das um 19 Uhr in der St. Johanneskirche beginnt, kostet 10 Euro. Musik
Am Montag, den 1. August, findet im Kunsthof Bad Salzelmen um 19 Uhr wieder der amtliche Kräuter- und Erlebnisgarten statt. Es erwarten Sie viele Informationen über heimische Heilpflanzen. Treffpunkt ist das Schausiedehaus, Eingang Gartentor am Hexenhaus. Die Kosten betragen 4 Euro pro Person. Nicht nur tagsüber beeindruckt das imposante Gradierwerk die Besucher des Kurparks. Vor allem in abendlicher Dämmerung geht von dem imposanten Bauwerk eine faszinierende Ausstrahlung aus. Der nächste Rundgang Gradierwerk am Abend findet am 5. August 2016 statt. Die Besichtigung beginnt um 20 Uhr am Kunsthof Bad Salzelmen. Zum Schausieden am Sonntag lädt der Solepark Bad Salzelmen im Kunsthof Bad Salzelmen ein. Am 14. August 2016 darf man wieder dem Salzsieder über die Schulter schauen und Fragen zu dem alten Handwerk stellen. Es wird bei Gruppen ab 10 Personen um Voranmeldung gebeten. Zum Ende des Regionalmagazins bleibt mir natürlich wie immer nur noch Ihnen zu sagen, wie denn das Wetter der kommenden Tage wird. So sonnig und warm wie am heutigen Freitag wird es auch am Wochenende bleiben. Maximaltemperaturen bis zu 29 Grad, sehr viel Sonne, aber auch das ein oder andere Wärmegewitter kann mit dabei sein. Hier also die Vorschau fürs Wochenende. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Das Ende der Woche ist in Sicht und wir begrüßen Sie zur Wettervorschau für die nächsten 3 Tage. Die Hitzewelle der letzten Woche klingt auch am Wochenende nicht ab. Bei 15 bis maximal 27 Grad bleibt es am Samstag weiterhin bewölkt. Die Sonne wird sich dennoch kurzzeitig blicken lassen. Auch am Sonntag wird es zu keiner Änderung des Wetters kommen. So können Sie die Woche entspannt mit Werten von bis zu 28 Grad abschließen, ohne sich im Regenschauer sorgen zu müssen. Zu Beginn der neuen Woche am Montag ist ebenso mit hohen Temperaturen zu rechnen. Bei den zu erwartenden 18 bis maximal 29 Grad bleibt es auch weiterhin trocken. Das Team des Elbe-Kanals wünscht Ihnen ein schönes Wochenende und einen guten Start in die nächste Woche. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Mit diesen warmen und schönen Aussichten fürs Wochenende darf ich Sie auch in dieses entlassen. Ich wünsche Ihnen ein paar erholsame Tage. Wir sehen uns dann am Montag um 18 Uhr hier an dieser Stelle wieder. Am Wochenende gibt es natürlich wieder eine neue Ausgabe von Alpha Beats, dem Musikmagazin hier aus dem Studio 7 der Elbe Medien. Schauen auch Sie dort einmal vorbei. Freitag und Samstag jeweils ab 22 Uhr hier im Kabelnetz, als auch im Internet oder live im Medienportal. Mehr Informationen dazu auf unserer Internetseite oder aber bei Facebook, dort einfach Elbe Medien oder Elbe Kanal. Und schon haben Sie alle aktuellen Meldungen, Informationen und Abläufe ganz aktuell auf Ihrem PC, Tablet oder Telefon. Das war's. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Machen Sie es gut. Ihr Christian Kolber.